Willkommen zurück bei Fable. Wir sind beim letzten Mal hier in Bowerstone angekommen. Es leckt wieder ein bisschen, aber was soll man machen? Wenn es schlimmer wird, muss ich mir doch noch was einfallen lassen. Allerdings weiß ich auch gerade wirklich nicht mehr, was ich nochmal machen kann. Weil wenn man hier anfängt, das Ding nochmal neu zu installieren, dann leckt es auch nicht weniger. Und oben rechts auf der Karte, beziehungsweise wenn man oben rechts auf der Karte guckt, dann nochmal oben links, da gibt es mittlerweile so ein Auge mit einer 2 drin. Das ist unser Beobachtungsgrad. Das heißt, so viele Leute werden uns gerade anschauen und haben uns im Auge. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, hier irgendetwas auszuräumen, was nicht mir gehört, ganz schlechte Idee. Ja, ich würde mal sagen, wir erkunden hier noch ein bisschen weiter die Gegend. Solange wir hier nicht beobachtet werden, können wir auch den einen oder anderen Blödsinn machen. Wer uns von hier aus sehen kann, ist mir eigentlich gerade ein Rätsel. Aber ja. Schleichen bringt hier gerade auch nichts. Ich glaube, wenn hier irgendeiner uns wirklich sehen kann, dann werden wir mit Schleichen auch nicht weniger unauffällig. Besser wir auch nicht weniger auffällig sein. Gott, ey. Doppelte Verneinung und so. Wer uns hier in dieser Bude beobachten kann, kein Plan. Weil ich würde gerne die Fässer da hinten zerlegen. Sonst speichere ich einfach mal ab und mache das, weil eigentlich kann uns da keiner sehen. Wenn das Spiel jetzt hier total verbuggt ist, das wäre unglaublich schade. Wir machen einfach mal einen neuen Speicherstand. Das Schöne an den Speicherständen ist, das erlaubt mir auch in gewisser Weise einige. Ja, achtet auf die Wächter. Scheinbar hat uns doch keiner gesehen, weil sonst hätten wir jetzt Probleme. Höchstwahrscheinlich, ich weiß es aber auch nicht mehr. Es gibt in diesem Spiel durchaus einige Quests, die sich gegenseitig ausschließen. Es gibt zum Beispiel mal einige Sachen wie attackiere Ort XY oder verteidige Ort XY. Und da kann ich dann auch durch die Speichermöglichkeit beide Varianten zeigen, weil ich finde das auch relativ interessant, mal so beide Sachen gespielt zu haben. Und je nachdem, wie das dann aussieht, kann ich mich dann für einen von den beiden Spielständen entscheiden, beziehungsweise auch euch entscheiden lassen. Es gibt allerdings welche, die sind dann so gravierend, dass ich da nicht unbedingt beides zeigen, beziehungsweise mit einer Variante weiterspielen würde. Ja, hier haben wir zum Beispiel so ein Buch, das ist relativ kurz, eine Anleitung mit dem Untertitel Wie gewinne ich Master Sipil in nur 10 Tagen? Rät ihren Lesern, echte Heldenposen einzuüben, flirten zu lernen, schicke Kleider zu tragen und schlechte Frisuren zu meiden. Also einige Bücher sind auch relativ kurz, aber ich meine, es gibt auch durchaus die einen oder anderen längeren. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Tattoo gekriegt. Tätowierer haben wir hier leider gerade nicht, das ist so ein bisschen ein Problem. Wir haben hier zwar einen Friseur, wo wir auch nachher mal so ein paar Frisuren machen können, aber das werde ich später mal zeigen, wenn wir ein bisschen Geld über haben. Weil momentan wäre das echt ein bisschen Verschwendung. Und wir machen einfach mal weiter, indem wir hier erkunden. Denn hier haben wir jetzt auch einige neue Sachen. Zum einen, ich glaube, ich gehe erstmal hier rein, das ist nämlich eine Schule. Hier haben wir jetzt nämlich einen Lehrer, Mr. Was? Goat. Oh, hallo. Vergebt mir. Mein Name ist Gaut. Ich bin der Direktor Fargo. dieser Schule hier. Allerdings macht die Schule derzeit nicht viel her, so wie Lady Grey ständig unsere Gelder streicht. Sie hat die halbe Bibliothek verkauft. Als ob Willen wichtiger wären als Unterricht für unsere Kinder. Ja, für sie vielleicht Aber schon. egal. Wenn ihr uns geeignete Bücher stiften könnt, die ihr auf euren Reisen findet, tätet ihr uns einen großen Gefallen. Das ist es nämlich genau die Sache, die ich in der letzten Folge angesprochen habe. Wir können ihm jetzt nämlich Bücher liefern und er stellt dann den Inhalt dar in seinen Unterrichtsstunden. Aber ich glaube, jetzt ist es schon zu spät. Oben rechts haben wir diese Uhr und momentan ist die Schule wohl geschlossen. Sie lernen zwar von morgens bis abends, aber über Nacht dürfen die faulen Blagen dann scheinbar doch nach Hause. Zeitverschwendung. So, und hier noch ein Fass, aber ich weiß nicht. Okay, guckt gerade keiner zu. Bisschen Tofu gefunden. Ich weiß nicht, ob Tofu jetzt wirklich essbar ist oder ob es
ein Handelsgut ist. Ich hoffe mal, man handelt es einfach nur. Alles andere wäre widerlich. Kleiner Scherz. Ich habe Tofu nie gegessen, von daher habe ich keine Ahnung. Hier kann es tatsächlich sein, dass wir beobachtet werden, also... Ah, wieder eine Tätowierung, aber ich glaube, die haben wir schon. Die Tattoo-Karten können wir, glaube ich, nicht verkaufen. Die sind jetzt einfach irgendwo in unserem Inventar. Das Spiel merkt sich, dass wir die haben und dann können wir sie halt bei einem Tätowierer stechen lassen für ein bisschen Entgelt, also... Wahrscheinlich ein bisschen mehr Entgelt sogar. So, Friseur hat auch zu. Wir können eben nochmal hier am Bowerstone Kai gucken gehen. Allerdings bringt das meines Erachtens nach auch nicht allzu viel. Also momentan scheinbar noch nicht. Vielleicht können wir aber trotzdem schon mal eine Quest annehmen. So, wir haben hier einen kleinen Kessel, eine Vogelscheuche, ein paar Hühner und ich muss mal echt probieren, wie ging das? Ging das mit A? Wieso kann ich die nicht anvisieren? Was ist mit dem Spiel los? Normalerweise kann man jedes... Ah, so. Ein Fable, wo man keine Hühner treten... Oh, das muss wehgetan haben. Ein Fable, wo man keine Hühner treten kann, ist kein Fable. So, und jetzt mal bitte mit Anlauf. Das kann sich schon mal sehen lassen. Das ist übrigens der Sportart in dem Spiel. Nur zur Info, das ist keine Tierquälerei. Das ist Sport. So, und ich glaube, hier können wir auch nicht mehr allzu viel machen. Vielleicht mal einen Blick aufs Wasser werfen, ob hier irgendwelche Sachen runtergeworfen wurden, die wir vielleicht verwenden können. Weil ich meine mich zu erinnern, dass man auch hier die ein oder anderen Silberschlüssel finden kann. Nicht unbedingt jetzt in dieser Gegend, aber so im Wasser generell ist schon der ein oder andere wirklich wertvolle Schatz versteckt. Also wenn man wirklich am Ende alles haben will, dann muss man ein bisschen abgrasen. Das ist auf alle Fälle in dem Spiel gegeben. Ah, saß er gerade auch schon da? Ich habe ihn nicht gesehen. Hallo! Ihr habt meine Tochter noch nicht getroffen, oder? Sie ist hübsch, das muss ich sagen, aber etwas anspruchsvoll. Mhm. Sie brennt darauf, kräftige Mannsbilder wie euch kennenzulernen. Oh. Ja, natürlich. Das sind gute Neuigkeiten. Ich glaube, sie fühlte sich schon etwas einsam. Also ich hoffe natürlich mal, dass die Frau, dass sie nicht ungefähr denselben Haarschnitt hat wie ihr alter Herr. Also. So. Sie mag Männer mit einer Frisur wie auf diesem Bild hier. Mhm. So, mal Info. Der bevorzugte Haarschnitt des Langweilers wird oft von Gelehrten getragen. Ein Barbier kann euch diesen Haarschnitt verpassen. Hat auch was. Wenn ihr so ausseht, kann ich euch vielleicht vorstellen. Alles klar. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Ich bin ganz in der Nähe. Mhm. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir geben das Geld halt trotzdem mal aus. Also wir haben es eigentlich nicht über, aber vielleicht ergibt sich daraus ja was. So für längere Zeit. Also man kann in dem Spiel auch übrigens heiraten und eine Familie gründen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich mal den Ladebildschirm hinter uns haben, werden wir gleich auf der linken Seite ein Haus stehen haben, was wir zum Beispiel auch kaufen können. Nämlich, okay, nicht hier, sondern am Ende dieser Straße, da werde ich nochmal hingehen. Das können wir tatsächlich kaufen, da unsere Ehefrau einquartieren. Oder es halt vermieten. Je nachdem. Und ja, da ist auf alle Fälle eine Sache, die man auch auf, die man auch irgendwann mal machen kann. Vielleicht da halt auch mit der Dame von dem alten Herrn. Aber ich glaube ja, der Barbier hat gerade zu. Ja, dann gehen wir einfach mal zu Mace. Hier drüben. Kleiner Fun Fact, ich habe mal das, Fable Display von Shainara gesehen mit der alten Version von Fable.
Also auf dem PC, glaube ich, damals. Und dieses hier drüben hat Mace dann schon das ein oder andere Mal zu viel gesagt, kann man mit Fug und Recht behaupten. Wir gehen erstmal trotzdem in die Taverne und gucken mal, was hier so abläuft. Und ja, hier haben wir zum Beispiel den Barkeeper. Und können mit dem auch ein bisschen handeln. Wir haben dann, was hat er so? Er hat ein paar Äpfel, die sind viel zu teuer. Pralinen, Gegenstände, rohes Fleisch, Bierfässchen. Auch wieder mal viel zu teuer. Bier im Einzelnen. Da kann man sich richtig besaufen. Das werde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch noch machen. Eine Mostkiste haben wir hier. Und er will dafür sehr viel Geld haben. Vielleicht kriegen wir es auch dann hin, ihm das ein oder andere davon zu verkaufen, Gewinn bringt. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man da gleich was umsetzen kann. Ich glaube, für 40 habe ich einen gekauft. Also bringt mir das jetzt nicht allzu viel. Aber nee, muss jetzt nicht sein. Also ich meine, die Wirte, die haben einen eher schlechten Kurs immer. Sowohl was Kaufen und Verkaufen angeht. Hier haben wir einen Leibwächter. Ihr seht aus, als könntet ihr ein paar Extramuskeln vertragen. Einen besseren als mich findet ihr nicht. Wenn du meinst. Wie ihr meint. Ihr wisst, wo ich bin, solltet ihr euch besinnen. Aber wir heuern ihn erstmal nicht an. Sucht ihr einen Schwertkämpfer? Weil der kostet, glaube ich, jede Minute ein bisschen was. Und das ist mir momentan eindeutig zu teuer. Bringt aber auch was. Allerdings sollte man dafür schon die Heilung beherrschen, um ihm bei Gelegenheit, wenn er verlässt, auch dann wieder ein paar Lebenspunkte zukommen zu lassen. Weil die haben dann wirklich die Möglichkeit, dass sie sterben können. Und hier haben wir ein... Aber wie heißt nochmal? So ein Wirtshausspiel. Wie man es nennen will. Hier haben wir erstmal Kartenspiel und das müssen wir eigentlich auch machen. So, die Anleitung. Um bei Paare zu gewinnen, müsst ihr alle Kartenpaare innerhalb des Zeitlimits zusammenbekommen. Zunächst liegen alle Karten verdeckt. Zeigt mit dem Cursor auf eine Karte und drückt die A-Taste, um sie umzudrehen. Nachdem ihr auf diese Weise zwei Karten umgedreht worden sind, bleiben sie offen liegen, wenn es sich um ein Paar handelt, sonst werden sie wieder umgedreht. Es ist einfach Memory. Und Sätzen brauchen wir nicht allzu viel, es geht einfach darum, einen gewissen Rekord zu halten, weil dann kriegt man noch einen Bonusgegenstand. Und es sind doch ordentlich viele Karten. Spielzeit haben wir oben links und sobald ich jetzt gleich loslege, jetzt geht das dann noch ab. Also da muss ich mich mal ein bisschen drauf konzentrieren, weil die Zeit, die man dann wirklich haben darf, ist doch nochmal deutlich unter der Spielzeit, um das ganze Ding zu gewinnen. So, wir haben eine 4, wir haben eine 2, wir haben eine 10, 4, 2, 10, 8, 5, Dame, das war glaube ich 4, also jetzt 4, 10, 8, 5, Dame. Und da war die 5 hier. Die Dame war hier. Die 7 haben wir noch nicht. Das war gleich eine 3, oder? Die 4 haben wir hier. Schieb doch mal ein Bier rüber. Die 10 hatten wir hier. Da fehlt noch die 8. Die 7 war, glaube ich, hier. Die 3 war meiner Meinung nach hier. Dann bleibt nur noch das hier und... beim ersten Mal schon gewonnen. Das war nicht schlecht. Mit neuem Rekordergebnis gewonnen. Aber keinen Sonderpreis. Das heißt, das Ganze müssen wir nochmal deutlich schneller machen. Ich glaube 35 Sekunden oder so. Ich probiere es noch einmal. Das muss man halt später nochmal durchziehen. So. 6, 8. Bube, Dame. Die 8 ist hier. Stellen wir das ein bisschen früher kommen. 7, 5, 6, 8, nein, 6, Bube, Dame, da haben wir den Buben. Und da ist die Stau, die ist so schrecklich. Hier hat man eine 10, oder? Okay, da ist die Dame. Mal ein bisschen beeilen, also die 9 habe ich noch nicht gesehen, das war eine 5, da haben wir die 9. Die 10 war, glaube ich, hier. Dann haben wir die 6, das war hier ganz unten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie an der Steuerung liegt, aber ich meine, das geht schon mal deutlich smoother. Ja. Vergeicht.
Okay, einmal mache ich noch. Warum auch nicht? Also, ich möchte die am Ende auf alle Fälle eh haben, von daher muss das irgendwann sein. Nicht unbedingt jetzt, aber irgendwann schon. Oh Gott. Okay, da haben wir die drei. Den Buben, den hat man hier, glaube ich. Die Dame, weiß ich gar nicht, ob er sie schon gesehen hat. Mal die hier. Jo. Die vier, ich habe es mir jetzt echt nicht gemerkt. Also einmal gleich nochmal voller Konzentration. Ja, ich glaube, das habe ich sowas von vergeicht. Aber muss schon alles haben. Oh. Okay, und das Ganze jetzt nochmal in Stumm, weil sonst schaffe ich das auch nicht. Wäre dann nur ein bisschen schneller wäre beim Karten austeilen. Also einmal muss man sich das jetzt leider mal antun in Stumm, weil anders klappt das einfach nicht. Zufall. Nochmal Zufall. Oh, yes. Puh. Neues Rekordergebnis. Und es muss scheinbar die 30 sein. Also das war jetzt gerade schon hart an der Grenze, einfach nur, weil es, ich hatte einfach Glück, dass da die Karten so hintereinander kamen, aber einmal probiere ich es wirklich nochmal. Dame König, 7, 8, 5, 2... Boah, diese Steuerung, die ist so nervig. Das kann ich sowas von vergessen, es ist auch scheißegal. Dann mache ich ein anderes nochmal, sonst mache ich das nur fast auch wirklich mal offscreen, weil im Endeffekt, das ist wirklich ein bisschen was mit Glück. Aber ich kann schon mal sagen, es hängt eine Quest hinter. Und es gibt auch mehr Travernen, wo solche Spiele drin sind und die sollte man dann doch irgendwann mal schaffen. Wir reden erstmal mit Mace. Nicht vergessen, Gesetze einhalten. Hat Spaß gemacht, all diese Aufmerksamkeit, was? Ich habe von deinem Zusammentreffen mit der Wespenkönigin gehört. Ganz Bowerstone spricht darüber. Aber man sollte sich das nicht zu Kopf steigen lassen. Wie dem auch sei, deshalb habe ich dich nicht herbestellt. Dunkle Kräfte dreuen über uns, die dein Rieseninsekt verblassen lassen. Sag mir, was weißt du noch von der Nacht, als ich dich zur Gilde brachte? Von dem Überfall auf Oakvale? Nicht viel, darauf wette ich. Was für eine Nacht. Ich dachte, die Räuber hätten deine gesamte Familie niedergemetzelt und dass du der Nächste sein würdest. Es scheint noch einen Überlebenden gegeben zu haben. Deine Schwester. Es ist nur ein Gerücht, fürchte ich. Genaueres weiß man noch nicht, aber ich dachte, du solltest es wissen. Und besorg dir um Himmels Willen anständige Ausrüstung, Junge. Dieses Standardzeug kannst du vergessen. Ja, die Schwester lebt scheinbar noch. In der Gilde nach weiteren Quests. Was haben wir hier? Schnell, folgt mir! Okay, wohin? Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht irgendwie falsch rüberkommt, dass hier ein schon etwas erwachsenerer Typ mit Kapuze einem kleinen Mädchen hinterherläuft, also und in eine dunkle Ecke. Der Himmel sieht. Ich würde selber die Wache rufen, ganz ehrlich. Mein Sohn ist krank. Mein Sohn, mein armer kleiner Junge. Wir haben ein Picknick am Aussichtspunkt gemacht, wo er diese komischen Pilze fand. Die Hexe in Bowerstone Key sagt, wir sollten uns keine Sorgen machen. Sie benötigt jedoch noch weitere Pilze, um ihn zu heilen.
Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich muss für Aldi sorgen. Könnt ihr uns helfen? Sag mal, heißt die zufälligerweise Lidl oder so? Und bist du Penny? Ach ja. Kann man mit dir da vielleicht nochmal reden? Hier entlang. Folgt mir. Ja, ich bin ja schon angekommen. Die hat uns scheinbar hier nur zu ihrer Mutter dargebracht mit ihrem Bruder, wie man es nennen soll. Keine Ahnung, ob die wirklich verwandt sind, aber na egal. Auf alle Fälle sollte jetzt auch gleich mal die Schule wieder aufmachen. Da können wir vielleicht auch nochmal kurz gucken. Und gehen dann halt in der nächsten Folge los auf Abenteuerreise. Das wird wahrscheinlich auch eine etwas längere Expedition werden, so wie ich mir das denken kann. Also, immer schön die Gesetze einhalten. Ja. Oh, und da oben haben wir was Leuchtendes. Ich glaube, das ist ein... Ja, da ist ein Silberschlüssel und... Oh. Kalistore bieten eine schnelle Möglichkeit, durch Albion zu reisen. Wenn ihr eine neue Region mit einem Kalistor besucht habt, könnt ihr jederzeit dort wieder dorthin teleportieren. Ich kann so gut vorlesen. Um zu teleportieren, tretet ihr entweder in ein Kalistor oder haltet das Steuerkreuz in Richtung des Gildensiegelsymbols gedrückt. Also Kalistore sind die Dinger hier. Die sind überall verteilt und man kann da wirklich frei hin und her reisen, wenn man die Dinger entdeckt hat. Also ist es nicht so, dass man von einem Kalistor nur zu einem bestimmten anderen reisen kann, sondern ja, wild durcheinander. Wir gehen erstmal nach oben und sammeln hier den Schlüssel ein. Ja, was der macht, das sollte einigermaßen klar sein. Und hier miss... Was darf ich euch zeigen? Hier behält uns auch der Typ im Auge, weil es ist ja sein Haus und da will er bestimmt eigentlich nicht, dass wir hier oben rumrennen. Aber ich glaube, mit dem Zahn lässt eigentlich Schwachsinn von mir, weil im Endeffekt hatten wir mit dem schon gar nicht. Sieht gar nicht aus wie ein Hühnerschreck. Ja. Hühnerschreck nehmen wir uns übrigens, weil das unser offizieller Titel ist. Den kann man später noch ändern. Für genügend Geld, aber momentan ist das schon in Ordnung. So, ich glaube, das war's dann auch. Wir können noch mal hier hochgehen. Ja, wenn uns der Typ da nicht im Weg steht. Langsam, Sonnenschein. Ihr habt hier keinen Zutritt. Ey, ich heiße Hühnerschreck, nicht Sonnenschein. Ja gut, da würde ich mal sagen, das soll es dann gewesen sein für diese Folge. Beim nächsten Mal geht's dann mal richtig los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.